Willkommen zu einer neuen Folge Rate am Mittwoch und ich habe wieder die Highlights der Woche für euch und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche und ihr seht, ein ganz anderes Setting, das sieht alles ganz anders aus, das ist nicht bei mir, denn ich bin immer noch beim dicken Iswo. Sonntag bis Sonntag, denke ich mal, werde ich da bleiben und wir haben die letzten Tage schon so viel krasses Zeug erlebt, wir haben eine Pizza getestet, heute gehen wir noch ins Schnitzelhaus, wir waren bei Best Burger in Town, wir waren auf der Biermesse, wir waren im Diders Shop, wer das nicht kennt, das kommt auch die Tage, das auch auschecken, aber jetzt geht's um Pokémon und wir schauen mal, was wir heute für euch vorbereitet haben. Angefangen hatte die Woche, ihr seht, das ist natürlich das Boden-Event, also die Sachen vom Earth Day, ist noch nicht so lange her, deswegen ist da noch vieles mit drin, nicht wundern. Und der Brian hat uns gezeigt, Niantic hasst mich, 2x15 und das letzte 7, ernsthaft, 15, 15, 7, da denkt man schon, das habe ich auch bei manchen Dingern, haben dann den besten Satz und dann heißt es 2 Werte auf 15, du denkst, alles klar, 98%. Und plötzlich ist es ein 82er und du denkst einfach, die verarschen dich komplett. 100er Dick da auf dem Markt, hat er Extreme gepostet. Wunderbar, habe ich mir nicht geholt, glaube ich. Aber ich habe ja schon eins. Dann hat der Brian aber auch endlich ein Shiny Dick da bekommen mit der blauen Nase. Richtig cooles Teil auf jeden Fall. Auch Bob the Rob mit einem 100%igen Dick da. Also ihr seht, das Boden-Event ging richtig gut ab. Auch die Sellimaus hat zugeschlagen mit einem Shiny Groudon. Erstes Ray davon und gleich Shiny natürlich. Groudon, wir sagen mal Grauton. Dann habe ich einen Lunastein bekommen. Endlich, aber was heißt endlich? 30 Tage musste ich warten, habe ich halt ertauscht. Aber jetzt auch in der Sammlung. Sind ja sehr selten, wer da in dem Event nicht zugeschlagen hat. Als es da war und vermehrt, also der hat jetzt eigentlich so gut wie gar keine Chance, da das ja eben gerade erst mal abends spawnt, tagsüber eigentlich gar nicht und eben trotzdem relativ selten ist. Auch der Tobi mit einem 100%igen Indikter auf Level 17, der Brian mit einem 96%igen Shinux aus dem Raid natürlich, der Mitzenmann im Boden-Event ein Dragosso gefangen als Shiny. Und Dragosso habe ich, wie gesagt, ja meistens links liegen lassen. Ich habe mich eher auf Sandan und Dicta konzentriert im Boden-Event. Habe da drauf gewartet und gemacht. Und Dragosso konnten auch Shiny sein. Hatte ich aber noch damals, als Dragosso und Ponita beide da waren. Habe deswegen die Dragosso gar nicht so gejagt. Die Terrorzicke mit einem 100%igen Magpie, frisch geschlüpft aus dem Ei. Richtig gute Sache. Glückwunsch dafür natürlich. Geile Werte, sagt uns hier der Brian auf Level 28, Dick da mit 111. Oder auch 0-1-2-2-1-0. Ja, egal, der erste kann 1 oder 2, nee, der letzte kann 2 oder 1 sein und der erste 0 oder 1. Es könnte also auch 0-1-2 sein oder eben halt 1-1-1. Das hätte, wenn man das genauer bewerten kann, ich meine, es hat ja eigentlich ein hohes Level, da müsste man ja, ob die Werte alle drei gleich sind oder ob eben ein Wert höher ist und nur zwei Werte gleich, aber ja, das ist... Kann man eigentlich genau definieren, wenn man die Trainerbewertung immer mit einfließen lässt. Ihr wisst genau, was ich meine. Dann der Bullseye hat uns gepostet, ein 98%iges Carvador und sich beschwert, Mann, weil ein 117 WP Carvador aus der Feldforschung kann natürlich ein 100%iges sein oder eben ein 98%iges. Er hat hier das 98er bekommen, hätte aber auch ein 100er sein können. Da hat er sich ein bisschen geärgert. Der Naro hat uns dann ein Shiny Europe gefangen. Richtig gute Sache, ist ja nun auch freigegeben und eingeführt. Einfach so, könnt ihr also aus der Aufgabe bekommen, fange 5 Wasser-Pokémon oder eben wild fangen. Dann war es möglich, auch den Pandia-Dex, will ich es mal nennen, zu vervollständigen, soweit wie es geht, dass der lückenlos ist, erstmal von der 1 bis zur 9. Ihr wisst, 8 Formen gab es ja bis jetzt im Spiel. Diese Valentinsform mit dem Herz wurde auch als Nummer 9 dann hinzugefügt, nachträglich. Die wurde erst, wenn man die gefangen hat, gar nicht angezeigt. Jetzt könnt ihr sie als Nummer 9 sehen und ihr seht, es sind jetzt noch mehr Felder frei, also schon länger eigentlich. Kommt also noch einiges hinzu. Dann habe ich beim ISWO ein bisschen geradet und ein 23-46er bekommen, also ein 98%iges mit
15, 15, 14 steht ja hier, hat er sich natürlich gefreut. Groudon, auch eins seiner Lieblings-Pokémon. Groudon und Kyogre möchte er von beiden jeweils eine 6er Armee hochziehen. Mamadou Touré hat mir dieses Bild geschickt, auch von einem Shiny Dicta. Und das fand ich cool, auch mit diesem Park oder dieser Anlage im Hintergrund. Deswegen habe ich das auch mal mit reingenommen. Natürlich, was auch Boden ist. Ist das überhaupt Boden oder ist das Gestein? Ist es nicht sogar Wasser? Wassergestein? Irgendwas. Auf jeden Fall ein 100%iges Ammonitas. Geschlüpft, denke ich mal, aus dem Ei vom Hoffi. Dann hat uns der Hoffi noch gezeigt, dass er gleich zwei Dicta hintereinander, zwei Shinies bekommen hat. Der Tobi hat sich gefreut über seinen ersten Vesprit Raid. Und ein 91%iges abgestaubt, gleich im ersten Raid mit 15 Angriff. Das hatte ich für ein Video, glaube ich. Das hätte ich eigentlich löschen können. War mein erstes 17-1, das zweite 16-97. Haben wir ja gleich zwei hintereinander gemacht. Der Horst of Death, der ist nämlich gerade in Sheffield unterwegs. Oder unterwegs gewesen mittlerweile. Thank you again, Sheffield. Hat hier also ein Shiny Macholo bekommen und das wahrscheinlich durchentwickelt. Ich glaube nicht, dass er ein Shiny Machomai so gefangen hat. Aber trotzdem auch mit 15 Angriff. Richtig gute Sache. Dann habe ich einen Raid gemacht auch, da war der Thorsten dabei und da ist einfach mal Super Sani mit Ivar Kids Lucky Friend geworden. Und als ich die Meldung weggedrückt habe, ist Ivar Soft mit Super Sani auch noch Lucky Friend geworden. Ihr seht also, dass man mehrere gleichzeitig auf dem Account haben kann. Das ist kein Problem. Ihr seht es nochmal auf ihrem Account. Nimmt zwei Ivar Kids und Ivar Soft gleichzeitig Lucky Friends. Die Trades sind immer noch nicht gemacht, die stehen immer noch aus, wird jeden Tag vergessen. Jetzt ist auch schlecht. Dann bin ich aufgestiegen mit Judith van Hoven, also mit dem Alex, als zu beste Freunde aufgestiegen. Was haben wir das ewig jetzt vor uns rumgezerrt? Iswo hat uns dann wieder mal gezeigt, sein Rihornior, dass es wieder mal aus dem Bild steht, sehr gefährlich, wie es mit seiner spitzen Nase da ankommt. Da muss man aufpassen, dass man sich keine Augen aussticht. Da ist es schon zu spät, wie man sieht beim Bockwurst-King. Da hat das Snubbull schon das Brett vorm Kopf oder beziehungsweise dem Pfahl im Kopf, keine Ahnung, das Schlupuk auf jeden Fall durch das Snubbull durch und das hat ja gar keinen Körper mehr. Als hätte man den einfach, das ist in das Schlupuk reingeschlüpft und oben kam dann der Rest vom Schlupuk wieder raus. Wenn die immer so aufeinander rumknurren, immer richtig extreme Bilder. Dann wieder mal voll die Verarsche, hat er gar nicht bemerkt, dass man sagt, hat den besten Satz. Alle drei Werte sind gleich hoch und man freut sich schon, ein 100er, wunderbar. Dann ist es nur wirklich stark, also der zweite Satz, also doch kein 100er, sondern ein 93er Iso geschlüpft. Der Kenny hat uns noch gezeigt, good morning, also der ist immer noch in Sheffield gewesen dann mit einem 100%igen Driftlon. Aus der Aufgabe gibt es ja glaube ich jetzt für Tausche ein Pokémon oder so, kann man das glaube ich bekommen. 100% Driftlon, auch richtig coole Sache. Bob the Rob hat sich noch einen Shiny Meltan geholt. Der Xtreme hat beim Forschungsdurchbruch, ihr wisst ja, wenn ihr die 7 Stämme jetzt voll habt, könnt ihr ja diesen Durchbruch machen. Und da gibt es ja jetzt eigentlich nur Lugia, Ho-Oh, Latios und Latias. Und die können alle shiny sein, müssen aber nicht. Ist eine geringe Chance da, aber bei Xtreme war sie gar nicht so gering. Der hat nämlich einfach ein Shiny bekommen. Und dazu noch ein richtig gutes mit 96% und vor allem die ersten zwei Werte auf 15. Dann habe ich noch einen Mamfaxo, glaube ich, gebrütet mit 93%, Angriff 15, also die kommen auch, erst waren die selten, jetzt kommen die aus fast jedem Ei, aus jedem siebten Ei, also aus jedem siebten Ei kommen die eigentlich. Und ja, beim nächsten Raid gab es dann auch ein 93%iges Vesprit, leider nur mit 14 Angriff. Der Stefan Landei hat uns ein Shiny ein normales Mushas gezeigt, aber mit 0%, auch immer cool für die Sammlung, viel seltener als 100% Pokémon auch, hätte ich gerne mitgenommen. Da war ich natürlich schon längst in Stuttgart, da sind wir gerade auch vom Bahnhof, als ich abgeholt wurde, hier hergelaufen und da saß einfach mal ein wildes Schnurrgarst
habe ich dann auch eingetütet, 299, und das hat dann gleich so eine Staubwolke um sich rum, sieht richtig genial aus. Stefan Landei, wieder mal random getauscht, und No Jim hat ein neues 100er. Ihr wisst ja, auf seinem kleinen No Jim, wo er kein Team hat, keine Raids machen kann, keine Arenen kämpfen kann, gar nichts, keine Coins, mit dem hat er also getauscht und der hat ein 100%iges bekommen. Der kann ja auch keine Pokémon bewerten, weil er eben kein Teamleiter hat. Aber, ja gut, woher weiß der dann, dass das ein 100%iges ist? Das ist ja mal interessant. Wenn er das sieht, kann er das ja mal reinschreiben. Unten als Kommentar zur Aufklärung, wie man das dann rauskriegt. Weil Dings kann es ja auch nicht sein. Wenn es getauscht wird, dann, gut, das Level bleibt ja trotzdem gleich, aber bevor ich jetzt hier weiter Galileo Mystery spiele, er wird uns sicherlich noch aufklären darüber. Ich sollte doch öfters mal meine Box bewerten, sagt uns der Brian, und hat ja also ein 100%iges Alola Slimer gebrütet. Glückwunsch, habe ich auch noch nicht. Also kein 100%iges. Da ist er, der Mitzenmann, jetzt endlich auch ein Shiny Haspiro bekommen, obwohl das Oster-Event natürlich um ist. Da sieht man immer wieder, die Leute fragen, ja, wie ist das? Bleiben die Shinies nach den Events denn da oder werden die dann wieder aus dem Spiel genommen? Aber warum sollten die wieder rausnehmen? Die werden da eingeführt mit einer höheren Rate. Und danach sind die eigentlich für immer drin und ihr müsst halt gucken, dass ihr dann irgendwann noch eins bekommt. Der Quede hat zum Beispiel noch einen Shiny Zickzacks hinterhergelegt. Das will gerade dem Ball ausweichen und hüpft wild durch die Gegend. Dann ging es gestern Abend auch los mit dem Meisterdetektiv Pikachu Event. Da kann man jetzt also Fotos machen von seinen Pokémon und da eben in diesem Fotobomb kann Pikachu da reinkommen ins Bild anstatt Farbigel, dass ihr das dann fangen könnt. Ihr könnt es aber auch wild fangen. Tobi hat uns nochmal gezeigt, die Sammlung wird größer. Schön also hier zu sehen, wie er von jedem eins hat, dieses Partyhut Pikachu, das mit der Ash Cape, das mit dem Hexenhut, mit dem Abenteuerhut, mit der SS Cabby, was es bei der MacCon gab in Erfurt, das normale, das mit der Weihnachtsmütze, das mit diesem Blumenkranz, was ich richtig dumm finde, ein Shiny, und jetzt also noch das mit dieser Detektivmütze. Die Sally Maus hat ihr es dann gleich getauscht. Und es ist auch direkt Lucky geworden, also so kann man es natürlich auch machen. Dann habe ich, obwohl ich das sagen musste, war ich mit dem Isro seinem Account unterwegs. Der wollte nämlich noch ein paar Bronzel-Bonbons farmen und ich jedes Bronzel fangen soll, was ich sehe. Habe ich aber mal nebenbei drei Griffel angetippt und wirklich, ich habe nur drei Griffel bei ihm gefangen und das dritte war einfach schon ein Shiny. Richtig genial, 91 WP. Nicht so krass, da hat er gleich gesagt, ja, tausch dir das gleich rüber, ne, brauche ich eh nicht, aber mit 8000 Staub kommt man da nicht weit, aber das Event hat ja erstmal angefangen, das geht ja auch eine Woche circa, da habe ich natürlich auch die Möglichkeit, bei mir noch eins zu fangen, wenn ich mal dazu komme, denn ich bin immerzu nur hier am Videoschneiden, Video drehen, Video schneiden, Bier trinken, essen, schlafen, Videoschneiden, Trailer Park Boys gucken, ganz neu jetzt, also es ist unser Lieblingshobby jetzt, abends immer betrunken da zu sitzen, um Trailer Park Boys zu gucken, wer das nicht kennt. Guckt euch Trailer Park Boys an. Dann der Marco auch. Meisterdetektiv Pikachu deckt Absol bei der Schwarzarbeit auf. Ja, das geht natürlich gar nicht. Und bei der Schwarzarbeit, wie kann das dann überhaupt so weiß bleiben und noch so cleanes Fell haben? Das verstehe ich nicht. Der Bob the Rob zeigt uns noch neuer Briefbeschwerer mit einem Meltan. Und der kann auch coole Fotos machen. Ich nicht, ne? Ich habe ja diesen AR Plus Modus nicht. Und Ditch, das war das letzte, glaube ich, was eben noch reingeflogen ist. Ditch. Endlich auch ein Shiny Griffel, obwohl, was heißt endlich, es ist ja erst seit gestern Abend im Spiel. Das war's eigentlich auch schon, eigentlich relativ kurz für heute, wir haben jetzt noch den Schocker der Woche für euch und dann bin ich gespannt, das nächste Video rendert schon wieder, deswegen drehe ich das kurz hier und dann geht's wieder weiter und weiter und weiter. Und irgendwann bin ich auch wieder zurück, fällt aber gar nicht auf, dass ich gar nicht da bin, ne? Und der Schocker der Woche ist diesmal ein. Nein, es ist nicht, das wollte ich aber trotzdem mal kurz noch mit reinnehmen. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe ja mittlerweile das Video auch hochgeladen, wo ich also das 100% Frostedje entwickelt habe und hochgezogen auf Level 40. Habe ich vergessen, aber jetzt bei den normalen Fotos, deswegen wollte ich das hier noch zeigen, dass ich das endlich rauslöschen kann. Denn der Schocker der Woche ist, bäm, ein 100% Riolu gebrütet aus dem Ei vom Hoffi666. Fand ich richtig genial. Das ist zwar jetzt
einfach nur ein normales 100er gebrütet. Also das ist kein Lucky, das ist kein Shiny 100er, das ist kein, keine Ahnung. Aber ich finde Riolu einfach so ein cooles Pokémon, so ein wertvolles Pokémon auch. Und das als 100er zu haben, das will glaube ich jeder. Das ist wie ein 100er Macholo, nur irgendwie viel seltener. Und ihr kriegt es ja auch nur aus Eiern. Und das wechselt zwar immer zwischen den Eiern hin und her, trotzdem ist es meiner Meinung nach immer noch relativ selten, wenn ich mir die anderen Babys mal so angucke, Mamfaxo oder sonst was, die kommen ja permanent immer zu jetzt. Auch Ronera ist mittlerweile so häufig aus den Eiern gekommen, aber Riolu immer noch so selten. Und da ein 100%iges zu brüten aus dem Ei, finde ich Weltklasse, richtig genial. Deswegen Grüße gehen raus an Hoffi und Props an das 100er Riolu. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Rate am Mittwoch mit den Highlights der Woche und der Zusammenfassung und dem Schocker und allem drum und dran. Und wenn ihr Bock habt, checkt also auch mal die Videos nebenbei aus von der Auf die Dicken Tour. Der Ramses und der Iswo, die Dicken unterwegs. Was haben die alles gemacht? Auch die Biermesse, wo wir das Handwerkerbier vorstellen und testen und kosten. Kann man sich ja mal angucken. Ist noch nicht online, aber wer den Kanal im Auge behält oder abonniert, der wird es schon sehen. Das kommt dann auch noch on und wir hatten eine richtig gute Zeit, sage ich euch auf jeden Fall. Das war's aber. Oh mein Gott, das hat hoffentlich keiner gesehen. Das blende ich dann aus. Das ist nämlich der schon wieder ein Schocker der Woche für eine andere Woche. Und das war's einfach von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.